Today is the first day of the building weekend. The building weekend is that one weekend we have to build all the backdrops and all the set pieces that you will be able to see on stage. So all the large parts that are made out of wood and that we are going to take to EF. It's a few minutes before 11 and we're waiting for the breakfast to arrive because it's going to be a really, really hot and exhausting day and we don't want anybody to collapse here. In the weeks before the meeting, the backstage team has created a comprehensive document listing all the pieces we have to build and our team of artists has prepared all the artwork in digital form. Since we need a lot more people than we have in our own team, we also make a call for volunteers. And luckily, a lot of helpers showed up this time. Now, our first job, after coffee and breakfast, is to divide the volunteers into groups with individual tasks. Wir bräuchten 2, 6, 8 plus Haku und Mensa, 8 Leute, die sich um das um die kompletten Panels kümmern. Genau. Also Sägen, Schrauben, die Ausschnitte machen für die Folien. Das wäre deren Spezialgebiet. Ich habe eine To-Do-Liste und ich habe auch stehen, womit wir anfangen müssen, damit das abklappt. Team Sägen, bist du und noch jemand? Ja. Wer ist der andere? Ich kann Sägen. Das. Also 66 mal 2,44 Meter und 66 mal 1,12. Schreib's doch einfach daneben. Mit 66 Latten, da fängt das Leben an. Mit 66 Latten, da hat man Spaß daran. Das war der Startschuss. Das ist erst der Anfang. Dann bräuchte ich jetzt ein Team, 2 Leute wären gut, die die Panels grundieren. 2 Maler, die großflächig was machen wollen. Du warst dabei. Okay, noch ein Maler, wir brauchen einen Maler. Ihr habt die Aufgabe, 9 von diesen Paneelen da schwarz zu grundieren. 10, wir nehmen gleich für die Backpanels ein, für die beiden Spiegel in einen schwarz. Okay, also 10 Stück. I of you and tongue of goat. Sieht ja verwerflich aus. Trouble, toil and trouble, like a Halbroth, foil and bubble. Okay, so. Dann bräuchten wir 4 Leute, die anfangen mit den Panels und Schrauben. Genau, einen Freiwilligen haben wir schon hier. Ich brauche noch 3 Freiwillige zum Panel zusammenschrauben. Also, das Wichtige ist, ihr bekommt zum einen Panels, so wie sie da jetzt nackig liegen. Genau. Mit denen fangen wir mal an. Parallel dazu wird ein anderes Team auch noch Panels grundieren in Schwarz. Wenn die Farbe trocken ist, dann wird ihr als erstes die mit der Farbe drauf weiter bearbeiten, bevor es mit den Standard-Panels weitergeht. Alles in allem sind es 33 Stück. Thank you.
Ich doch nicht, ich bin Profi. For the first half of the day, more and more of the big standard pieces get finished and ready for shipping. But not every part is a standard part. And so, the later it gets, the more the teams dissolve into smaller groups, tackling individual set pieces one at a time, while Risa and Zefiro keep track of the progress on their list. Ansonsten, wir fangen an mit den schwierigsten, wo es noch irgendwelche Ausschnitte gibt oder irgendwas Spezielles und danach einfach abarbeiten. Stumpf, es läuft. Ist echt alles gut am Laufen und ich denke, damit kommen wir zurecht. Hast du wahrscheinlich hier schon Leute zugeteilt? Genau, wir haben Teams gebildet und die sind auch selbst organisiert, die wissen, worauf es ankommt. Läuft. Work continues late into the night, because we literally only have this one weekend to get it all done. And most of the volunteers are only there on Saturday. Ich kann jetzt nicht anfangen zu filmen, da muss ich doch irgendwas tun. Ja, arbeite mal ein bisschen. Tu wenigstens so. Jetzt halt mal was. Nein, nicht da! Schon falsch! Nimm mal die Arzt! Ey! As you can see, we are working until deep in the night here, and we are now going to cut this out, and hopefully nobody will die. Pervers. So pervers. Naja, wir brauchen ja noch was zum Werfen. Ich würde mal sagen, wir sind brauchbar dafür. Kaffee? Gerne. All right, we are here at the end of day one. I think we've made some decent progress. There's quite a few backdrop panels that are finished. I would say it's
maybe two-thirds. There's quite a few set pieces that are finished, which are already here. And yeah, it was hellishly hot today and everybody's really exhausted, and we are looking forward to getting a good night of sleep. And hope we can get everything finished tomorrow. Good night, everyone. Good morning. I'm dead. Let's do this. On day two, we only have a few hours left to quickly finish up everything that we didn't finish the day before. Because it will take a lot of time to get all the set pieces documented, sorted, and securely packaged for transport. We have to make sure that nothing gets damaged when the logistics department loads our stuff in a week later. And then finally, we'll be able to pack our personal stuff and get the workshop back into a state that at least loosely resembles how it looked before we came in. This is one Paw Patrol all ready to go into the truck. Plenty of backdrop panels. That's all the backdrops we did. Still plenty leftover materials that we're going to use at the con. Planks stuff. Here's all the second level set pieces and things. And all of this is going to get loaded for AF in 2 weeks. And hopefully we're not going to forget anything. There's a little bit of work left to do. Some mounting, some details. But all in all, we finished everything we wanted to finish this weekend. So at 9:30, we're going to have dinner now. All right, see you all at AF.